The Japanese government has decided to give out free round-trip air tickets to 10,000 people living abroad during the next fiscal year. This is aimed at promoting the country's tourism that's been seriously hurt by the March disaster. The government's tourism agency will launch the program next April. The agency's chief, Hiroshi Mizuhata, made the announcement on Friday. He said this project will mark the start of a major push to lure foreign visitors. He expressed hope to get a budget of more than $14 million for the program in the initial year. The agency estimates that a total of nearly 540,000 foreigners visited Japan last month. That's down almost 25% from a year earlier. The decline has been continuing for seven straight months. It attributed to the radiation scare following the Fukushima nuclear power plant accident, as well as the yen's strength. The agency plans to invite applications online. To receive free tickets, travelers are requested to present their travel plans to the agency. The government is hoping that they will spread information about their trips to other people. I see you don't fancy my suggestions. Well, you're not serious, are you? Japan wants all major greenhouse gas emitters to face binding cuts as part of a global framework on climate change. Environment Minister Goshi Hosono said Friday such a proposal will be presented ahead of the UN Conference on Climate Change scheduled in November. I have a very low tolerance level for stupid bullshit. Ist die Lage am Reaktor in Japan wirklich sehr, sehr bedrohlich? Die Strahlung im Meer vor Fukushima steigt offenbar sprunghaft an. Oder ist das alles doch gar nicht so schlimm? Dieser Sprecher der japanischen Atomsicherheitsbehörde führt die Werte herunter. Menschen trinken ja kein Meerwasser, sagt er. Eben, die Menschen trinken ja kein Meerwasser und sie essen auch kein Plutonium. Ne? Problem gelöst. Problem gelöst. Unglaublich. Diese Informationspolitik da drüben. Man weiß überhaupt nicht mehr, was man noch glauben soll bei dem Zahlenchaos der Betreiberfirma TEPCO, die sich ständig selber korrigiert. Was ist das bitte für eine Verbrecherfirma? Wir schalten live nach Osaka zu Ulrich von Hesen. Ulrich, was ist das bitte für eine Verbrecherfirma? Ja, das ist eine Verbrecherfirma. Da arbeiten Verbrecher in einer Firma. In einer Verbrecherfirma. Hm. Die haben seit Jahren Pannen in ihren Atomkraftwerken systematisch vertuscht und die japanische Regierung hat das zugelassen. Ja gut, aber die japanische Regierung, die tut doch aktuell im Moment ihr Bestes. Ja klar, deren Informationspolitik ist wirklich ganz große Klasse. Hier, haben Sie diese Woche den Regierungssprecher gehört? Ja, es habe wohl vor Tagen schon eine Kernschmelze gegeben, aber vorübergehend, nur zeitweise. Ich meine, das ist doch großartig, oder? Das ist so, als ob der Arzt nach der OP sagt, tut mir leid, gnädige Frau, aber Ihr Mann ist wohl vorübergehend gestorben. Ja? Den müssen Sie wohl zeitweise beerdigen. Es gibt keine vorübergehende Kernschmelze. Das ist ein Widerspruch in sich. Wie schwarzer Schimmel oder erfolgreicher Westerwelle. Ja, stimmt, aber bleiben wir doch lieber bei Japan. Mindestens drei Arbeiter sind verstrahlt, weil TEPCO die nicht vor dem verseuchten Wasser im Gebäude gewarnt hat. Natürlich haben die nicht gewarnt, weil die TEPCO-Verbrecher sich gedacht haben, Mensch, wenn wir die vorher warnen, dann gehen die ja nicht rein. Ja, aber die können doch nicht zulassen, dass ihre Arbeiter da verstrahlt werden. Ach, Belke, das tun die doch auch nicht. Sogar für das Problem der hohen Strahlenbelastung hat TEPCO längst eine pfiffige Lösung gefunden. Das TEPCO-Management wusste jedenfalls schon vor Tagen, dass die Strahlenbelastung für die Arbeiter ansteigen würde. Der zulässige Grenzwert wurde deshalb angehoben, von 100 auf 250 Millisievert. Tja, Gaddafi bomben sie den Palast unterm Arsch weg, aber die TEPCO-Verbrecher, die dürfen sogar ihren Firmenparkplatz behalten. Ja, und trotzdem bleibt die japanische Öffentlichkeit weiter ruhig. Bei uns gibt es ja schon Massenschlägereien, wenn zu viel Raps im Benzin ist. Warum regt sich bei denen keiner so richtig auf? Nicht mal die japanischen Journalisten. Ja, das hat mit der japanischen Kultur zu tun. Hier steht im Reiseführer. Direkte Nachfragen gelten in Japan als extrem unhöflich. Aha. Wie lange bleiben Sie jetzt noch in Japan? Ich fliege morgen für drei Wochen zu Recherchen in ein Luxusresort nach Bali. Was? Wieso das denn? Mann, Welke! Dieses direkte Nachfragen von Ihnen geht mir extrem auf den Sack. Entschuldigung. Arschloch. Was? Ulrich von Hesen, meine Damen und Herren. Hab mich doch entschuldigt.
checking. Mm-hmm. Mm-hmm. Oh, he's asleep. Go, 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 go